Schülerschaft. Kreative Lesung aus dem Kapitel Inspiration und Weisheit von Swami Shivananda. Schülerschaft heißt, den Lehren des Gurus zu folgen. Schülerschaft ist gerade auf dem spirituellen Weg wichtig. Schülerschaft heißt, sich schulen zu lassen. Schülerschaft heißt, an sich zu arbeiten. Schülerschaft heißt, das Höchste erfahren zu wollen. Ein wahrer Schüler kümmert sich um die Lehren des Lehrers. Ein wahrer Schüler versucht, das Höchste in sich zu verwirklichen. Wahre Schülerschaft hilft, die spirituelle Sichtweise zu entwickeln, das dritte Auge zu entwickeln, das Auge der Intuition. Wahre Schülerschaft entzündet das innere spirituelle Feuer. Wer Schüler eines verwirklichten Gurus ist, erweckt die schlummernden Fähigkeiten. Schülerschaft ist eine große Hilfe auf der Reise zum spirituellen Pfad. Der Guru lehrt, führt, inspiriert und segnet den Schüler. Wenn der Schüler sich für den Meister öffnet, kann der Lehrer, der Guru, seine spirituelle Kraft übertragen. Und damit kann der Schüler transformiert werden. Grundlagen der Schülerschaft. Um von den Lehren eines Gurus zu profitieren, musst du ein richtiger Adhikari, ein Schüler sein. Um wirklich Schülerschaft zu erfahren, gilt es, eine gewisse Gelassenheit des Geistes zu entwickeln, einen Nicht-Anhaften an weltliche Dinge, Mäßigung der Sinne und auch ein Grundverständnis der spirituellen Wahrheit. Schülerschaft kann dir nur helfen, wenn du selbst bereit bist zu praktizieren, dein Ego zu lösen und dich von Wünschen und Identifikationen zu befreien. Die Einweihung, die ein Guru dem Schüler gibt, trägt nur dann Früchte, wenn der Schüler selbst praktiziert und an sich arbeiten will und offen ist für spirituelle Entwicklung. Guru Seva. Guru Seva heißt Dienst am Meister oder Dienst am Werk des Meisters. Um Schüler zu sein, gilt es, dein Ego zu reduzieren und dich einzustimmen auf den Lehrer. Schülerschaft heißt, dienen zu wollen. Richte daher als spiritueller Aspirant, als Schüler, Schülerin, deine Aufmerksamkeit auf die Beseitigung von Selbstsucht und Ego- und Ich-Identifikation. Dies erreichst du durch Dienst am Guru, durch das Befolgen seiner Lehren und durch Dienst am Werk des Gurus. Diene deinem spirituellen Lehrer oder dem Werk deines Lehrers mit göttlichem Bhava, mit Liebe, mit Hingabe. So wird sich der Krebs der Ich-Bezogenheit, der Krebs des Egos, der Krebs der Ichheit sich auflösen. Sei achtsam und sei wachsam im Dienst an deinem Guru. Richte dein Leben danach aus und beobachte, wenn in dir Widerstände sind, wenn in dir Kränkungen sind. Wachse über Kränkungen und Widerstände hinaus. Natürlich, prüfe deinen Guru, bevor du ihm dienst. Falle keinen falschen Menschheitsverführern zum Opfer. Im Yoga gilt die Schülerschaft als etwas Heiliges. Und bevor du dich einem Lehrer unterwirfst, sei dir bewusst, dass er ein authentischer, ein ethischer Lehrer, Lehrerin ist und dich nicht in die Irre führt. Wenn du deinen Guru getestet hast und wenn du feststellst, er hat einen ethischen Charakter, er führt ein einfaches Leben, kein Luxusleben, er will dienen, der Lehrer selbst ist gleichmütig in Lob und Tadel, in Kritik und Ehrerbietung, der Lehrer ist gleichmütig in Erfolg und Misserfolg,
der Lehrer zeigt seine Liebe, ob er verehrt wird oder nicht, dann hast du einen Lehrer gefunden. Wenn du einen solchen Lehrer gefunden hast, dann diene ihm demütig, bereitwillig, bescheiden und liebevoll. Und wenn du keinen solchen idealen Guru findest, dann suche eine spirituelle Gemeinschaft, die den Verbreiten der Lehren eines Gurus gewidmet ist, der selbst die Gottverwirklichung erreicht hat. Stimmt, du kannst dich auch einstimmen auf einen Lehrer, der nicht mehr in seinem physischen Körper ist. Wahre Schülerschaft geht auch zu einem Meister, der nicht mehr physisch existiert. Diene dann dem Werk des Gurus, lies seine Werke, setze seine Lehren um. Schülerschaft mit Gehorsam. Gehorsam gegenüber dem spirituellen Lehrer ist wichtiger als Ehrerbietung. Gehorsam bedeutet, den Lehren des Meisters zu folgen, seinem Werk zu dienen, den Anweisungen des Meisters zu dienen. Aber Gehorsam heißt nicht, blind zu sein. Sei dir bewusst, ein Lehrer kann dich auch in die Irre führen. Und so ist das mit dem Gehorsam nicht so ganz einfach. Kleine Anmerkung, hier weiche ich etwas ab von dem, was Swami Shivananda hier schreibt. Denn leider gibt es immer wieder auch Scheingurus, die Menschen in die Irre führen und nachher das ganze Prinzip der Schülerschaft letztlich in Frage stellen. So prüfe erst den Guru und dann habe wahre Schülerschaft. Sei nicht zu unbekümmert. Der spirituelle Weg ist nicht dasselbe wie das Schreiben einer Masterarbeit oder Doktorarbeit. Der spirituelle Weg ist nicht so einfach. Letztlich brauchst du die Hilfe eines Lehrers. Heutzutage ist es oft so, dass Aspiranten zügig zu unabhängig werden, zu arrogant und anmaßend. Sie glauben so schnell, dass sie einfach nur ihrem Herzen folgen wollen und dass sie ihre eigenen Lehren entwickeln können. Sie wollen zu früh zu unabhängig sein und sie meinen, dass Gott durch sie spricht, obgleich sie noch nicht mal das ABC von Spiritualität und Wahrheit beherrschen. Der spirituelle Weg ist nicht so einfach. Bleibe bescheiden, sieh dich immer als Schüler. Wahre Schülerschaft heißt immer, dass du dich immer wieder öffnen willst für die Lehren des Meisters. Gnade, Hingabe und eigene Anstrengung. Wenn du Wasser vom Wasserhahn trinken möchtest, musst du dich niederbeugen. Wenn du den spirituellen Nektar der Lehren des Gurus erfahren willst, musst du demütig sein und dich innerlich verneigen. Wenn du bereit bist zu dienen, wenn du innerlich lernen willst, dann kann die Gnade Gottes in dich hineinströmen. Solange du ein dickes Ego hast, vorgefasste Ideen, Vorurteile, Lieblingsgedanken, selbstsüchtige Interessen, Wünsche hast, solange kann die Gnade des Gurus nicht in dich hineinströmen. Öffne dein Herz vor deinem Guru. Diene dem Werk des Gurus. Und selbst wenn du dich öffnest für einen Lehrer, der nicht mehr im physischen Körper ist, sei sehr demütig und bitte um Führung. Zufluss göttlicher Gnade erfolgt dann, wenn der Aspirant wirklich danach dürstet, wenn er bereit ist, an sich zu arbeiten, seinen Charakter zu ändern, seine niederen Wünsche aufzugeben. Die Hingabe des Schülers an den Guru und die Gnade des Gurus hängen zusammen. Hingabe öffnet die Gnade des Gurus und die Gnade des Gurus macht die Hingabe vollständig. Wie wirkt die Gnade des Gurus? Die Gnade des Gurus wirkt in Form von gesteigerter eigener Anstrengung.
Wenn du plötzlich wieder neuen Enthusiasmus auf dem Weg bekommst, dann ist das die Gnade Gottes. Wenn deine Meditation tiefer wird, ist das die Gnade Gottes und die Gnade des Gurus. Wenn du dann, wenn Versuchungen kommen, plötzlich die Kraft bekommst, ihnen zu widerstehen, ist auch das die Gnade Gottes. Wenn du neue Ermutigung und Stärke bekommst, ist das auch Gnade Gottes bzw. Gurus. Gnade Gottes und Gnade Gurus sind letztlich austauschbar. Und wenn du in der Meditation über das Körperbewusstsein hinaus gelangst, Wonne erfährst, Überbewusstsein erfährst, sieh das auch als Gnade des Gurus an. Schülerschaft und Unterweisung des Gurus. Der Guru lehrt nicht nur durch das, was er sagt, der Guru lehrt auch durch das, was er selbst tut. Betrachte deinen Guru und schaue sein tägliches Leben an, das sei dir ein Ideal. Oder lies Bücher über die großen Meister und versuche, ihr Leben zu imitieren. Der Lehrer kennt die spirituellen Bedürfnisse des Schülers. Der Lehrer gibt Upadesha, spirituelle Unterweisung, je nach deinem Entwicklungsstand. Was der Guru zu anderen Schülern sagt, muss nicht unbedingt für dich sein. Frage deinen Guru, was seine Anweisungen für dich sind. Frage den Guru persönlich, wenn du ihn persönlich fragen kannst. Oder frage ihn in Gebet, in Meditation, während du das Bild des Gurus anschaust. Schülerschaft heißt, dich einzustimmen auf dem Guru und dem Guru zu erlauben, dich zu transformieren. Prüfungen durch den Guru. Der Satguru, der selbstverwirklichte Meister, prüft den Schüler. Er kann sogar seinen Schüler in Versuchung führen. Wahre Schülerschaft heißt, immer wieder zu überlegen, ist das, was mir gerade geschieht, Versuchung, ist es Prüfung? Und wie könnte ich diesen Versuchungen widerstehen? Wie kann ich die Prüfungen bestehen? In früheren Zeiten waren Prüfungen sehr streng. Heute sind sie etwas einfacher. Aber wahre Schülerschaft heißt auch, alles, was kommt, dahingehend zu überprüfen. Sind das Versuchungen? Sind das Prüfungen? Wie kann ich Versuchungen widerstehen? Wie kann ich Prüfungen bestehen? Durch Schülerschaft lass dich transformieren, so wirst du die Gottverwirklichung erreichen. Um eine schöne Statue zu schaffen, braucht es zwei Dinge. Es braucht einen fehlerlosen, guten Marmorblock und als zweites braucht man einen erfahrenen Bildhauer. Der Guru ist wie der Bildhauer. Du kannst selbst werden wie ein guter Marmorblock. Und dann vertraust du dich ganz den Händen des Gurus an. Und der Guru wird das aus dir hervorholen, was du in Wahrheit schon bist. Wahre Schülerschaft heißt, Gott zu verwirklichen, indem du den Guru dich transformieren lässt. Soweit meine kreative Lesung des Kapitels Inspiration und Weisheit aus dem Buch des Kapitels Guru aus dem des Kapitels Schüler aus dem Buch Inspiration und Weisheit von Swami Shivananda zu finden auf yoga-vidya.de.